Die Pfeifenbäckerei Lothar Hein in Hilgert ist die letzte Werkstatt, in der das Ausformen und Brennen der Tonpfeifen noch nach dem herkömmlichen Verfahren betrieben wird. Auch die Brennbehälter stellt der Pfeifenbäcker selbst her. Die Töpfe sind aus feuerfester Schamotte. Sie dienen zur Aufnahme der getrockneten Tonpfeifen, die im Ofen gebrannt werden sollen. Dieser Brennbehälter, auch Hüchsel genannt, ist durch die häufige Verwendung auseinandergebrochen und weist einen langen Riss auf. Um ihn zu reparieren, entfernt der Pfeifenbäcker die alten Drahtreifen und schlägt mit einem Beil die lockeren Tonreste an der Außenwand ab. Dann misst er ein Stück Draht ab, den er um den oberen Rand legt. Um den Draht zu spannen, verdreht er die Enden. Auf diese Weise hält der Draht das auseinandergebrochene Hüchsel fest zusammen. Der aufgetragene Ton soll den Draht in der Ofenhitze vor dem Verglühen schützen. Zum Verschmieren nimmt man verunreinigte Tonreste, die zur Herstellung von Pfeifen unbrauchbar sind. Auch der Riss in der Wand wird sorgfältig verkittet. Das ausgebesserte Hüchsel wird zum Trocknen abgestellt und kann beim nächsten Brand wieder eingesetzt werden. Durch die Brenntemperatur von 950 Grad Celsius bäckt der frisch aufgetragene Ton an der Außenwand an. Die abgeschlagenen Tonreste des reparierten Behälters können später der Schamottemischung zur Herstellung neuer Hüchsel beigemengt werden. So geht kein Werkstoff verloren. Bereits vor einigen Tagen hat der Pfeifenbäcker einen neuen Brennbehälter angefertigt. Ein Holzfass gibt ihm so lange Halt, bis er trocken und stabil ist. Die Hüchsel bestehen aus Schamotte. Schamotte ist ein Gemenge aus harten, gebrannten Tonstücken, aus weichem, ungebranntem Ton und aus Wasser. Die festen Tonstücke für die Schamottemischung sind Reste alter Brennbehälter. Die groben Brocken zerstößt der Pfeifenbäcker mit dem Stempel zu Krümeln. Wenn der Pfeifenbäcker die benötigte Menge an harten Tonkrümeln gewonnen hat, zerschlägt er die gleiche Menge an trockenem, ungebranntem Ton.
Dann begießt er den ungebrannten Ton, damit er sich mit Wasser vollsaugt und seine Bindefähigkeit zurückerhält. Beim Durchmischen der Schamottemasse muss der Pfeifenbäcker darauf achten, dass er nicht zu viel Wasser zugibt. Die Schamotte wird sonst zu weich und lässt sich schlecht formen. Wenn das richtige Mischungsverhältnis erreicht ist, beginnt der Pfeifenbäcker damit, die Masse mit einem Holzschlegel zu bearbeiten. So entsteht langsam ein dicker, etwa 60 cm langer Block. Da die Schamottemasse mehrfach antrocknen muss, kann der Pfeifenbäcker immer nur stundenweise daran weiterarbeiten. Deshalb dauert es 3 bis 4 Tage, bis ein Hüchsel fertig ist. Auf dem 1 Meter langen und 60 cm breiten Blech soll der Schamotteblock nun zu einer Platte ausgeschlagen werden. Damit die feuchte Masse nicht am Blech festklebt, bestäubt der Pfeifenbäcker sie mit ausgesiebten Tonresten. Reparaturarbeiten und die Herstellung neuer Hüchsel geschehen im Werkraum vor dem Ofen. Hier stehen auch alle anderen Brennbehälter, in denen Pfeifen, Vögel und Figuren aus Ton gebrannt werden. Mit dem Stempel wird der dicke Block nun zu einer Platte breitgestampft. Die Masse muss auf die ganze Fläche des Bleches verteilt werden. Wenn die Platte etwa 5 cm dick ist, schlägt sie der Pfeifenbäcker mit dem Holz aus.
Ecken füllt er mit Schamottemasse auf. Der feine Tonstaub saugt Feuchtigkeit auf. Dadurch wird die Masse konsistenter. Ist die Platte auf eine Dicke von 3 cm gleichmäßig ausgeschlagen, begradigt der Pfeifenbäcker die überstehenden Kanten. Die Schamottereste braucht er später für den Boden des Hüchsels. Mit einem Holzfass misst der Pfeifenbäcker die Platte ab und teilt sie mit einem Schürhaken. Weil sich das Fass nur unmerklich verjüngt, ist die breitere Öffnung oben gekennzeichnet. Das Fass dient dazu, aus der flach ausgeschlagenen Schamottemasse das runde Hüchsel zu formen. Das ist gut. Richtig. Komm. Auf. Das ist immer schwer. Drauf. Da sich die Platte nur schwer vom Blech lösen lässt, behelfen sich die Pfeifenbäcker mit einer Stütze. Vom schräg ausgelegten Blech kann man die Schamotte nun leichter abheben und in das Formfass hineinbringen. Zum Ablösen nimmt der Pfeifenbäcker den Schürhaken. Es gehört viel Geschick dazu, die noch instabile Schamotteplatte unversehrt in das Formfass einzubringen. Komm, gib mir mal das Holz. Mit dem Holz schlägt der Pfeifenbäcker die Masse gegen die Wandung des Fasses. Für die andere Plattenhälfte muss das Fass gedreht werden. Damit sich die Schamotte nicht löst, werden 4 breite Eisenreifen eingesetzt. Die Spanner sitzen sehr stramm und halten die Schamotte an der Fasswand fest. Ich habe noch das.
Wegen der speziellen Verwendung von Hüchseln in der handwerklichen Tonpfeifenbäckerei lohnt sich deren industrielle Fertigung nicht. Die Pfeifenbäcker stellen sie sich bei Bedarf selber her. Dabei können sie die bei der Produktion anfallenden Tonreste und Bruchstücke immer wieder sinnvoll verwerten. Die Fasswandung ist nun ganz mit Schamottemasse ausgekleidet. Klopf noch mal, Luda. Hat dich schön wohl, war Luda? Also, hoff dich gern, aber. Hast immer viel Arbeit. So ein Hüchsel machen. Nach dem Festschlagen kann man die Spanner herausnehmen. Das bricht der Junge auch. Damit das Hüchsel später an den Nahtstellen nicht auseinanderbrechen kann, klopft der Pfeifenbäcker diese besonders sorgfältig fest. Die Brennbehälter zum Ausbacken der Tonware halten 10 bis 15 Jahre. Ist der Topf einmal leicht beschädigt, kann der Pfeifenbäcker ihn mit Drahtreifen oder Tonkit ausbessern. Erst wenn die Reparatur nicht mehr lohnt, fertigt er ein neues Hüchsel an. Für den Boden des Hüchsels formt der Pfeifenbäcker aus der übrig gebliebenen Schamottemasse eine dicke, runde Platte. Weil er es selten benötigt, besitzt der Pfeifenbäcker nur ein Formfass und kann deshalb nur jeweils ein Hüchsel herstellen. Die Platte legt er in das Fass und stampft sie aus. Durch das Stampfen wird die feuchte Masse an die Seitenwände gedrückt, sodass der Boden nach dem Antrocknen festhaftet. Zum Abschluss muss der Rand des Hüchsels noch geglättet werden. Überflüssige Schamotte entfernt der Pfeifenbäcker mit der Hand. Dann klopft er den Rand mit dem Holz flach. Auch die Innenseite wird ein letztes Mal geglättet.
Das noch feuchte, weiche Hüchsel muss nun mit dem Boden nach oben trocknen. Nach ein paar Tagen kann der Pfeifenbäcker das Fass abnehmen und den neuen Brennbehälter beim nächsten Brand im Ofen einsetzen.